Ich brauche dringend und schnellstens ein Mittel gegen die arabischen Blattern. Was glaubst du denn, wofür ich hier die Wiese abgrase? Sobald ich gehört habe, dass es die Blattern sind, bin ich sofort auf Kräutersuche gegangen. Aber schön, dass du da bist. Ich brauche Hilfe. Also schön, wie kann ich euch helfen? Ich benötige insgesamt 20 Heilpflanzen, 20 Weidenbeeren und 10 Feldknöteriche. Außerdem 2 Kronstöckel. Die Hälfte der Pflanzen habe ich beieinander. Wenn du mir die andere besorgst, dann kann ich schon mal mit dem Herstellen eines Trankes anfangen. Triff mich in Konstantinos Giftküche. Do I already have all that? Ich brauche eine Waffe gegen die Zombies im Hafenviertel. Der Wirt Cardiff meint, die Untoten sind von Adanos verfluchte Piraten. Meine Waffen, obwohl Innos gesegnet, können sie jedenfalls nicht verletzen. Dann bezieht er sich wohl auf die Legende vom Totenschiff. Ihr kennt die Geschichte? Ich bin Adanos Diener, natürlich kenne ich die Geschichte. Ich hätte allerdings nie geglaubt, mich jemals mit dieser ernsthaft auseinandersetzen zu müssen. Dann könnt ihr die Untoten zu den Fischen schicken? Meinst du nicht, dass das eher in dein Metier fällt? Ich meine, ich bin gut darin, theologische oder botanische oder auch altsprachliche Herausforderungen anzunehmen, aber kämpferische Händel auszutragen... Verstehe. Dann seid ein guter Priester und gebt mir den Segen, den ich brauche, damit ich diese Aufgabe erledigen kann. Hey, das geht nun so einfach nicht. Schließlich handelt es sich hier um eine alte Legende und am Ende will Adanos diese Burschen noch 2, 3 weitere Jahrhunderte schmoren lassen, bis er sie zu sich holt. Ich muss mich erst in Kontemplation begeben. Dazu werde ich einen ruhigen Ort aufsuchen müssen und einige Stunden meditieren. Komm in ein paar Stunden zur Teleporterhöhle vor der Stadt. Dann kann ich dir hoffentlich den Segen erteilen oder eine andere Antwort geben. Okay, let's just read the quest with the healing potions first. 10 healing herbs, 10 pine berries, 5 plants of mana knotweeds and 1 plane berries. What the hell am I meant to find bloody plane berries? Okay, let's see. Well, I've got enough healing, that's for sure. Okay, I have everything. Is this guy out of his mind? Great, he's disappeared already to the damn circle. I mean, teleportation place. Alright, I'm just gonna rest till next morning. Oh yeah, I have to go to him while he's at Constantino's. Of course, that would be a bit weird if he didn't, wouldn't it? Anyways, yeah. Let's go to the teleportation place. Alright, let's open the door. Okay, now. Is he there? Nope. Oh, there he is. Bist du bereit, den Segen Adanos zu empfangen? Bereit wie ein Piranha-Schwarm vor der versenkten Kuh. Hör mich an, Adanos, mein Gott. Ich bitte dich um deinen Segen für diese deine Streiterin. In deinem Namen will sie für den Ausgleich sorgen. In deinem Namen will sie Licht in das Dunkel und Dunkel in das Licht gießen. Sie will die Frevel der Lebenden und die Frevel der Toten strafen. Sie will die Lebenden mit den Toten und die Toten mit den Lebenden versöhnen. Ich bitte dich auch um den Segen für ihre Waffen. Denn diese sind die Werkzeuge, mit denen sie deinen Ausgleich, deine Güte und deine Erlösung in die Welt bringt. Adanos willigt ein, die Legenden zu beenden. Geh nun und verhelfe den verdammten Seelen in sein Reich. Alright, now. What the hell? Auf Wiedersehen. Oh, he's gonna have to go to Constantino now. Oh my god. Okay, well, I'll just go to Constantino's then. Or at least we
we can kill the zombies now. We can make a healing potion and we can kill the rats. All I have to do is convince Farim to get onto the ship. Which might be a bit difficult to do. But I doubt it, seeing as it's Farim. Alright. Hier habe ich die restlichen Pflanzen. Sehr gut. Der erste Trank ist bereits fertig. In ein paar Stunden sollte der zweite Sud ebenfalls sein. Ich glaube nicht, dass der Mann übertrieben. Die Anstand ihm ins Gesicht besteht. Ist der Trank soweit? Geduld. Ein solcher Trank muss auch richtig sein. Das braucht Zeit. Wenn du mich fragst, ist das genau die richtige Zeit. Okay, I'll just rest till next morning. Oh my god. Or maybe I'll just rest till midday. Seems easier. Meine Fee. Ist der Trank soweit? Ja, er ist fertig. Hier, hast du die beiden Fiolen. Und was soll ich jetzt damit anfangen? Soll ich jedem im Hafenviertel einen Schluck aus der Pulle geben? Nein, so funktioniert das nicht. Der Trank muss heiß zu sich genommen werden. Er muss also in einem Kessel zusammen mit der fünffachen Menge Wasser erhitzt und dann im Becher verabreicht werden. Dir wird schon etwas einfallen. What the hell does that mean? Ich Oh wow. Someone at the Masters. I mean, not the Masters, the Merchant's Quarter. Maybe I have to talk to Darren. Mind? Besonders der Mensch. Mein. And that's not gonna work either. Oh, what about this? Zeige. Oh my god, are you serious? Wirf für mich einen Blick in die Zukunft. Der Schleier der Götter hat sich... But there's like a pot there and stuff. Hallo. Yeah. Oh my god. Hey. Come on, I need to talk to someone. He simply talks too much. Alright, let's talk to Shura. Okay. Oh wait, he still has a Morak fat. Alright, perfect. Let's just read this. I have the Morak fat. Yes, you do. That's what I've always now. Said. Everybody knows he can't keep anything to himself. How the hell do I do this? Rustle up a kettle. Oh, a kettle! Shit. Where the hell can I get a kettle, though? No idea. You Hello. Tell me. That's what I've always said. Where the hell can sell me a kettle? It's too much. Same old thing all over again. Mateo? Maybe? Zu seinen Gunsten beeinflussen. Harrod? Er erkannte das über das Wesen der Menschen, das Ringen um die Vorherrschaft der Götter. Constantino can't, that's for sure. Alright, I already talked to him about that. He. It's all just gossip. Ich. Alright, maybe I have to talk to Lord Andre about this. Or maybe even Wolfgar. I don't know. This is. Yeah, this is just a bit annoying. Alright. Meine? Und? Nein. Dann. Oh my god. Jesus Christ, this is unbelievable. Nichts. Ich meine bloß, er hat mir erzählt, dass über Zombies.
Come on. And where can I find a kettle, seriously? I only know where to find stoves in this game, not kettles. Die Goblins, die Drachen und die Echsenmenschen. Wait, let's just save just in case. If I lose any HP, I don't die immediately. Alright. Ah! Oh, perfect. The kettle, where the hell... Oh my god. Could it be possible that I just have to talk to Edda? No, it wouldn't.